Bin gerade verzweifelt an meinen Controller am Suchen. Ah, hier. So, da ist er. So. Gespeichert haben wir, ne? Genau. Da wären wir wieder. Also, ich würde sagen, weiter geht's. Bin ein Mann! Huch. Achso. Wenn wir schon einmal Dietrich hier haben. Nämlich. Hier haben wir schon. Da haben wir schon. Okay. So. Dann gehen wir mal gucken. Schlangentüren. War oben eine Schlangentür? Wo ging es denn hier nochmal hin? Ah ja, okay. Ich vergaß. Ah, guck mal da unten. Ne. Schießpulver. Aber wo ist denn das Bild mit dem Klo und dem... Ach, da fehlt uns auch noch ein Dietrich. Wo ist denn das Bild vom Klo? Wo, war das hier? Nee. Mit dem Schatz. Okay. Wir brauchen eine Schlangentür. Warte ich einer hier rauszukommen, ohne Spaß. Ich spring vom Stuhl. Hm, hübsches Bild. So. Schlange. Ach, hör auf. Ach komm, hör mir auf. Ey, jetzt rennen die da auch noch rum. Oder was? Ach komm, hör mir auf. Ey, jetzt rennen die da auch rum. Ernsthaft? Schlangentür war oben, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau in dem Flur, wo der da ist, wo der da rumhampelt. Und es ist auch noch einer mit der riesen Klinge am Arm. Wo ist der? Ja, genau, es spawnt oben, natürlich. Ach, du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Ach komm, hau ab. Geh beten, ohne Scheiß. Geh einfach beten. Alter, hua. Huch. Lol. Das ist auf jeden Fall Evelyn. Aber ist das die 2. Mai 2014? Aber, okay, ich schnall das noch nicht so ganz. Ah, guck mal. Unterm Bett. Hm, toll. Alter, die Oma ohne Spaß. Die Oma ist die größte Verschwörung. Ich mach mal die... Oma, ich hab vor deiner Tür ein Monster hingelegt, ne? Dann weißt du schon mal Bescheid. Ist das das Zimmer von der Oma? Boah, die ist so creepy. Alter, die ist so gruselig. Kraut. Wer ist er denn? Ah, ist das Jack in jungen Jahren? April 1980. Jack tritt der Marine, Marines bei. Ja, Tatsache. Jack.
1980. Huh. Da ist ja ein zauberhaftes Bild. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ja echt traumhaft. Also das Bild möchte ich gerne in meiner Galerie einfügen und dann auch an der Wand aufhängen. Das ist ja ein Traum. Alter, die Oma ist so creepy, ohne Scheiß. Oma! Ja. Ja, ja. Kennen wir ja schon. Ein Backpack! Nein! Geil! Alter, so viel. Sie können es mir Objekte tragen! Geil! Jawoll! Cool! So, was haben wir hier? Schatzfoto. Noch ein Schatzfoto? Den anderen Schatz haben wir noch nicht gefunden. Okay, sieht aus wie so eine Trage und im Hintergrund so ein Vorhang. Müssen wir mal gucken. Okay, ist nichts. Ein Vorwerkstaubsauger. Was ist das denn? Was? Main House. Achso, Flammenwerfer. Ja, Reh. Da haben wir. Nee, da haben wir den Dings. Da haben wir den Granatwerfer mal herbekommen. Sieht aus wie ein Plan für eine Waffe. Ja. Der Granatwerfer. Hier hätten wir also die Info gekriegt, dass wir da noch den Granatwerfer finden. Aber den haben wir schon. Okay. Ja. Wie kommen wir unter das Bett? Und wo kommen die Geräusche her? Ach, hier. Okay. Ich dachte schon. Steuerung. Zeiger bewegen. Okay. Warte mal, was steht da? Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Oh Gott, was war denn nochmal? Irgendwas mit Viertel nach. War das nicht Viertel nach 10 oder so auf den ganzen Uhren oder so immer? Na toll, er ist weg. Ich guck mal eben da drüben. Oh, guck mal hier. Hier ist auch so dunkel. Oh Gott. Yep, Viertel nach 10. Ja. So. Nehmen wir mal anders. Machen wir so rum. So geht's schneller. So richtig. Oder Viertel nach 11? Nee. Okay. Ernsthaft? Oder muss ich da noch irgendwas drücken? Ich schau noch mal eben. Oma! Was versteckst du unterm Bett? Oh Gott, wo geht das denn hin? Wo geht das denn hin? Ich würde gerne mal wissen, ob hinten nochmal, war hinten auch noch eine Schlangentür oben in dem Bereich? Ich bin jetzt mal neugierig. Bevor ich jetzt da runtergehe, gucke ich mich jetzt da hinten nochmal um. Ja, hier. Oh Gott. Alter. What the fuck? Ah, hier ist das Kinderzimmer von Evelyn mit einer Leiter. Toll. Das Klavier. Es ist kaputt.
Mich würde auch wundern, wenn Eve noch mal Klavier spielen könnte. Ach, guck mal da oben. Okay. Ein Steck, ja. Toll. Ganz toll. April, Oliver hat zu schreien aufgehört. Aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Wer ist Oliver? Mai. Er stinkt total. Und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe, was? Ach, doch, die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Die Fernbedienungstrophäe? Okay. Aber wer zur Hölle ist denn Oliver? Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Who the fuck is Oliver? Wieder eine Person, die noch dazukommt. Evelyn haben wir herausbekommen, ist ja anscheinend das die Tochter oder das Kind von den Bakers. Aber wer ist Oliver? Ist das noch ein Kind von dem? April, warte mal, ich muss mal eben so machen. So, April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. April, doofer Oliver, ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April, ich habe Oliver angelogen, hab ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas! Lass mich raus, Lukas? Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Hä? Ist das Lukas' Zimmer hier? Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder ist es Evelyn? April, ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie niemand finden. Oder nie finden. Aber ist es das Zimmer von Lukas? Von früher? Aber Evelyn war doch ein... Warte mal, wer war denn jetzt eingesperrt? Ich blick's jetzt gerade gar nicht. Mami, so. Dover Oliver. Oliver, du bist krank im Kopf. Ich habe Oliver angelogen. Hab ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen und hab ihn dann außen auf dem Dachboden eingesperrt. Oliver wurde eingesperrt. Und lass mich raus, Lukas. Also ist es doch von Lukas geschrieben. So, aber das andere Schreiben, was wir hier hatten, wo war das? Moment. Das hier. Und ich will mich fragen, warum soll Lukas hier einen Schminkspiegel haben? Oliver hat aufgehört zu schreien, aber manchmal höre ich ein Klopfen. Von der Decke, auch wenn ich... Was? Wie auch immer. Weil ich die Zeit hatte, habe ich... Stinkt die bedünnte... Nee, okay. Das ist Lukas Zimmer? Mit einem Schminkspiegel? Okay, merkwürdig. Sehr strange. Ah ja, stimmt, okay, hier ist Baseball, Klamotten und alles. Hm. Sonderpreis, Amateur-Robotermeisterschaften 1998. Ah ja, 1998 war ein cooles Jahr. Also finde ich auch. Zweiter Platz, dritter Junioren-Erfinderwettbewerb. Ah, er hat also viele Sachen erfunden. Dritter Platz, Junioren-Erfinderwettbewerb, der zweite. Mhm. Tatsächlich Lukas sein Zimmer von früher. Also hat er Oliver eingesperrt. Okay. Ball. Ball. Aber wenn er doch... Ja gut, er war krank, sind zum Arzt gefahren. Okay. Oh. Hallo, was will ich haben? Ein Dietrich, ein Oliver. Aha, da ist die Fernbedienung. Aha. Warte mal eben. Nahrungsergänzungsmittel, Pitteln.
Pillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Ach so, okay. Ich dachte, wir haben wieder so Dings gesehen. So Pillen gesammelt, damit wir uns wieder alles anzeigen lassen können. Happy Birthday. Ach du heiliger Strohsack. Alleine die Kassette schon, der Name schon der Kassette ist schon Traum. Oh, warte mal, vielleicht finden wir hier den Schatz. Oh, ein Tannenbaum. Oh, wie süß. Ein Spiegel, sehen wir uns selber? Nein. Da liegt noch was, warte. Warte. Ah, was ist das denn? Eine Flintenattrappe. Eine Spielzeugaxt. Und ein Zettel. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfang Installation von schattenaktivierten Türen in Eingangshallen. Was? Schattenaktivierten Türen? Okay. Ach so, diese Tür. Ah, okay. Verstehe. Oh Gott. Oh. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die von einer Menge kniet. Aha. Warte mal eben. Kann ich irgendwas herstellen? Verbesserte Pistolenmunition. Munition in Granatwerfer. Ach komm, Heilmittel. Nehmen wir mal Heilmittel. Guck mal, ist wieder das Haus, was wir gefunden hatten. Was war das gerade für ein Geräusch gewesen? Der Ball, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich sehe es. Okay. Alles klar. Ist es so rum? Nee, oder? Doch. Ich dachte, es öffnet sich wieder eine Tür. Okay, was haben wir hier? Zugangskarte blau. Aha. Haben wir die blaue schon mal? Hui. Kann ich ihn runterkicken? Geht das? Yay! Okay, das heißt, wir haben die blaue schon mal. Und ich denke mal, die rote wird wahrscheinlich da sein, wo wir gerade waren. Bei der Oma, wo wir noch hin müssen. Eieieiei. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will nur noch weg. Ich will nur noch weg hier. Freunde. So, dann gehen wir mal wieder Oma besuchen. Falls sie noch da sitzt, man weiß es ja nicht. Hey Oma, alles Rutscher und Kabutscher? Oh, wir kommen hier nicht mehr zurück, ne, oder? Ah, doch. Okay. Hier auch. Warte, ich probiere nochmal. Doch, okay. Ich will's nur zur Sicherheit wissen, halt, ne? Ich will nur zur Sicherheit wissen, ob ich nochmal zurückkomme. Und wie? Mach das Bett weg! Alter. Boah, wenn die da oben am Schrubbern ist, alter Schwede. Oh. Ich habe ein Messer. Ich werde es benutzen. Ich werde das Messer benutzen. Stich. Stich. Alter, was ist denn das eigentlich für ein Anwesen? Wie riesig ist denn das bitte? Wie riesengroß soll denn das bitte sein? Da hängt irgendwer. Oh Gott.
Ich glaube, wir kommen jetzt in die Fleischabteilung. Ach du heiliger Schrosa. Oh mein Gott. Boah. Boah. Hey, verbesserte Pistolenmunition. Juhu. Aha. Was, L2? Ist das L2? Achso, L2 und Dreieck. Ah ja, nehme ich mal. Zugangskarte rot. Oh Gott. Aber wir müssen hier unten bleiben. Wir können ja jetzt einfach nicht rausgehen. Das heißt, irgendwas erwartet uns hier gleich noch. Ah, ich weiß. Kann das sein? Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Ich weiß, wo wir rauskommen jetzt. Wisst ihr es auch? Das ist nur ein Raum. Ich weiß, wo wir rauskommen. Der Workshop. Das ist die Workshop-Tür. Ja. Ach, krass. Der Ausgang war rechts, ne? Oh, ich will nicht gegen die kämpfen. Will ich nicht. Habe ich keine Lust drauf. Oh, Scheiße! Okay. Ciao! Mit V! Oh Gott, 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 lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Ich kann laden, du nicht! Haha! So. Im Gegensatz zu dir kann ich laden. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Schönes Schatzfoto packe ich weg. Alter, die Videokassette, die müssen wir gleich uns reinpfeifen. Müssen wir gleich mal gucken. Pillen packe ich mal weg. Spielzeug-Axt. Weiß gar nicht, warum wir die mitgenommen haben. Die blaue Karte brauchen wir noch nicht. Und die rote auch noch nicht. Schlangenschlüssel packe ich mal weg. Schaufeldmuni, so, warte mal, Kraut. Schießpulver. Boah, Alter, was wir alles haben. Ist ja unfassbar. Jetzt guckt ihr mal an, wie viel Kraut wir haben. Wir haben 5-mal Kraut. Aber nicht eine Chemikalie. Spaltmittel. Hier unten ist auch nochmal Spaltmittel. Oh Mann. Dietrich, warte mal. Da war noch eine Kiste gewesen, ne? Ich nehme mal den 3 Dietrich haben wir, okay. Einer reicht. Kassette, Lebensenergie, Kraut, Schießpulver, packe ich auch mal weg. Okay. Die nutzen wir gleich. Ich sortiere mal ein bisschen. So. Ja, warte mal. Wir können ja theoretischerweise mal den Granatwerfer mitnehmen, ne? Oder? Obwohl, den möchte ich mir aufsparen fürs große Finale. So, speichere ich nochmal eben. Ganz fix. So. Brrrt. Fangen wir unten an. Ja, möchte ich. So. Was wollte ich gesagt haben? Genau, dann gehen wir mal eben zu der Kiste nochmal eben. La 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 la. Die Kiste war. Hier war die. Flintenmuni! Jawohl, voll geil. Alter. 15 Schuss haben wir insgesamt. Okay, bin gerade am Überlegen. Ach genau, wir müssen ja jetzt. Stimmt, 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 stimmt. Da war was, warte mal. Was stand denn jetzt an? Achso, die Videokassette, ne? Müssen wir jetzt den Film gucken. Ich gehe mal oben den Film gucken. Ich hoffe, hier kommt keiner. Oh, Zoe, ernsthaft? Oder ist das Lucas? Ja. Hey Kumpel, denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm
komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Du kannst mich mal. Ich gehe jetzt erstmal Video gucken. So viel Zeit muss sein. So. Schauen wir mal. Ich würde mal interessieren, ist die Oma noch da? Nur mal so zur Info. Hey Oma! Alles startklar? So. Wahrscheinlich der große Plot-Twist ist einfach, dass du mit der Oma abhaust, mit dem Rollstuhl. Von der Insel hier. Oh Gott, ich will nicht sein. Oh Gott. Na dann würde ich sagen, wollen wir mal. Los geht's. Oh Gott, ein neues Video. Oh Gott. 2. Juni 2017, 1.11 Uhr am Morgen. Clancy's Javis Test Area. Happy Birthday. Mhm. Can't Trespassing Idiot Solves Puzzles. Oh Gott. Happy Birthday. Eieieiei. Ich finde, der Ladebildschirm ist sehr cool gemacht. Das ist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Eieiei. Oh Gott. Dann weiß ich ja, wenn ich das Video jetzt geguckt habe, was mich dann gleich bei dem... Was mich bei dem erwartet. Oh nein. Clancy? Warte mal, Clancy ist doch der von dem Dings gewesen, ne? Oh Gott. Oh na, oh nein. Boah, ist das fies. Ich habe eine Kerze, ich werde sie benutzen. Alter, guck mal, Klopapier. Ohne Scheiß, Klopapier haben die immer. Klopapier haben die immer. Seit Anfang des Spiels. Oh, Luftballons. Ah, ist ein Traum. Wie geil ist das mit der Flamme? Hui. Ei. Ei. Ich kann mich auch nicht wehren, ne? Das alte Ball. Das bin nicht ich. Also, ne? Das ist der gutbürgerliche Morgenurinstrahl, den ich morgens immer. Soll ich hier wirklich lang gehen? Ah! Oh, wie mies. Was? Happy fucking Birthday. Ich werde lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schlafvollen Tod sterben. Ich meine, es provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich.